Ja, herzlich willkommen bei Lernen mit Uwe. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem Video wollen wir mal wieder einen C1-Text korrigieren. Es handelt sich hierbei ja wieder um eine Erörterung, diesmal zum Thema klassische Literatur im Unterricht. Also hier bei der Erörterung ist das Thema jetzt nicht genannt, aber das Thema ist eben, dass in den Schulen in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart klassische Literatur gelehrt wird oder meist im Deutschunterricht durchgenommen wird und dass die Schüler da immer jaulen und stöhnen, dass das so schwer ist und so überflüssig. Und da schließen sich dann natürlich viele auch an. Und ja, die Frage ist eben, ob es sinnvoll ist, klassische Literatur heutzutage im Schulunterricht durchzunehmen. Ja, und hier wollen wir uns jetzt mal diese Erörterung anschauen. So, Änderungen nachverfolgen. Dann fangen wir mal damit an. Hier unten, ne, 440 Wörter. Also, ihr kennt das ja schon. Hier kommt ein abschließender Kommentar hin. Onkel Uwe gibt seinen Senf dazu. 440 Wörter, Doppelpunkt, zu lang. Denn wie ihr wisst, sollen wir bei der Deutsch TELG C1 Prüfung, bei der Erörterung ungefähr 350 Wörter schreiben. Für viel mehr ist auch gar nicht genug Zeit. Aber gut. So, dann lasst uns das mal lesen hier. Viele jugendliche Schüler und Studenten wissen, dass das Lesen von Klassikern heutzutage auf dem Lehrplan steht. Nun ist das Lesen der sogenannten alten Literatur bei vielen Jungen wie Mädchen nicht sonderlich beliebt. Dies führt zu folgender Frage, ob es noch sinnvoll ist, die klassische Literatur in der Schule zu lesen. Zu folgender Frage, ob es noch sinnvoll ist, ich würde das hier streichen und sagen, zu der Frage, ob es noch sinnvoll ist, oder zur Frage nach der Sinnhaftigkeit. Aber gut. So. Nach der Sinnhaftigkeit klassischer Literatur in der Schule. Gut, aber lassen wir das. Indirekte Frage. Dieser Text behandelt zuerst die Pro, Bindestrich, dann die Kontra-Argumente des Themas und am Ende ziehe ich ein Fazit mit einer eigenen Meinung. Beginnen möchte ich mit der Pro-Argumente, mit den Pro-Argumenten, den Pro-Argumenten. Ein erstes wichtiges Argument für das Thema lautet: Lesen macht dich zum besseren Menschen. Ein amerikanischer Professor hat in seiner Forschung einen Zusammenhang zwischen der Häufigkeit des Lesens und dem Einfühlungsvermögen hergestellt. Seine These war, wer in der Literatur auf unterschiedliche Charaktere, Meinungen und Weltsichten stößt, ist toleranter und kann leichter. Wer bla 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 ist toleranter und kann. Das Mann brauchen wir nicht. Okay. Dann machen wir das hier aber so. Doppelpunkt, Anführungszeichen unten habe ich jetzt hier Doppelpunkt gemacht. Jetzt aber Doppelpunkt, Anführungszeichen unten. Lesen macht dich zum besseren Menschen. So. Okay. Das nächste wichtige Argument, das dafür spricht, ist, dass das Leben die Allgemein, dass das Lesen, Entschuldigung, die Allgemeinbildung erweitert. Jedes Buch erschafft eine Welt und aus ihr kann man Wissen mitbekommen, das man vorher nicht hatte. Sie lässt uns nachvollziehen, mit welchen Problemen die Menschen damals zu kämpfen hatten. Probleme, die uns heute fremd erscheinen. Besonders hervorzuheben ist, dass das Lesen das Gehirn fit hält. Mit dem Gehirn verhält es sich wie mit jedem anderen Körperteil, um es, nicht ihn, um ihn, den Körperteil. Um ihn fit zu halten, muss er benutzt werden. Oder um es das Gehirn. Das ist jetzt eine gute, das ist jetzt wahrscheinlich eine
germanistische Frage, um es. Um es das Gehirn fit zu halten, muss es benutzt werden, oder um ihn den Körperteil fit zu halten, muss er benutzt werden. Wer es immer wieder trainiert und fordert, bleibt im Alter länger mental fit. Nachdem ich die Pro-Argumente erörtert habe, komme ich nun zu den Kontra-Argumenten. Besonders kritikwürdig ist das, was Zwang ist, verdirbt die Laune am Lesen. Die Laune am Lesen verdirbt das, was Zwang ist, die Laune am Lesen verdirbt. Das Beleg lässt sich anführen, wer ein Buch gegen seinen Willen liest, der zieht auch keinen Nutzen daraus. Als Schülerin einer 8. Klasse musste ich mich mit den Klassikern Pan Tadeusz auseinandersetzen, mit den Klassikern, mit dem Klassiker, das ist ja ein Buch, denke ich mal. Das vermute ich jetzt einfach mal. Ich kenne mich in der polnischen Literatur, klassischen Literatur nicht aus. Ich kenne mich überhaupt in keiner klassischen Literatur aus. Das war für mich sowohl sehr anstrengend als auch langweilig, weil das Buch zu lang und zu kompliziert war, um sich damit zu befassen. Okay. Man sollte außerdem berücksichtigen, dass viele junge Leute wenig Zeit haben. Heutzutage lernen die Schüler viel und schnell und dazu meinen die, wozu ich das weiter brauche, ich lese und danach, wenn ich das Wissen habe, vergesse ich es. Anstatt die klassischen alten Bücher zu lesen, wollen die etwas anders, etwas Interessantes tun, was wichtig für sie ist. So. Erstmal tun. Gucken wir uns diesen Absatz nochmal an. Man sollte außerdem berücksichtigen, dass viele junge Leute wenig Zeit haben. Heutzutage lernen die Schüler viel und schnell. Und dazu meinen sie, das würde ich anders formulieren. Heutzutage lernen die Schüler viel und schnell und fragen sich bei klassischer Literatur nach dem individuellen Nutzen. Heutzutage lernen die Schüler viel und schnell. Also sie haben wenig Zeit. Dann ist es wichtiger für sie, das zu lernen, wovon sie einen Nutzen haben. Ich würde jetzt das hier einfach streichen. Sie fragen sich nach dem individuellen Nutzen. Anstatt klassische Bücher zu lesen, wollen Sie etwas für Sie Wichtiges. Etwas Interessantes und vor allem für sie Wichtiges wollen sie etwas Interessantes und vor allem für sie Wichtiges nein wollen sie sich mit etwas Interessantem und vor allem für sie Wichtigem beschäftigen. Gut. Na, ich denke mal, das ist auch das, was der Schüler hier formulieren wollte. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Frage meiner Einleitung bejaht werden kann. Auch wenn vieles dagegen spricht, halte ich persönlich, dass es sehr wichtig ist, die klassische Literatur weiter in der Schule entdecken zu können. Hier ist
entweder einen Nebensatz mit das oder einen Nebensatz mit zu. So halte ich persönlich es für sehr wichtig, klassische Literatur auch weiterhin in der Schule entdecken zu können. Ich bin der Meinung, dass man einen Einblick über die Kultur und die Geschichte haben sollte. Das ist ja eine Empfehlung, also Konjunktiv. Als Empfehlung könnten die Arten von den Büchern besser angepasst werden. Die Arten der Bücher. Die Bücher, würde ich jetzt mal sagen, die Bücher den Interessen der Schüler besser angepasst werden. Punkt. So. So könnte man das machen. So, dann gucken wir uns das Ganze nochmal an. Also die Einleitung. Ne, viele Schüler wissen nun, ne, das ist nicht beliebt. Also ne, damit weckt er das Interesse. Dies führt zu der Frage, ob es sinnvoll ist. Das ist die Frage, die wir bearbeiten wollen. Und dann dieser Text behandelt zuerst, das ist die Vorgehensweise, also Einleitung gut aufgebaut, Hauptteil machen wir gleich, Schluss, zusammenfassen kann festgehalten werden, dass die Frage bejaht werden kann. Das ist so ein bisschen Abwägen der Argumente und Beantwortung der Frage. Dann hier die eigene Bewertung. Das ist aber gut. Ja. Ne? Eigene Bewertung oder eigene Meinung. Ja. Inklusive Abwägen der Argumente und Empfehlung. Gut, Schluss. Ist gut aufgebaut. So, Einleitung ist gut aufgebaut. Hauptteil. Das ist die Behauptung. Dann ist hier die Begründung bzw. das Beispiel. Okay. Allgemeinbildung. Jedes Buch erschafft eine Welt. Ja, okay. Besonders wenn wir fit halten. Ja, okay. So, Pro-Argumente, Überleitung, Kontra-Argumente kriegt Zwang. Ne, kritikwürdig ist, besonders kritikwürdig ist, dass was Zwang, jupp, zieht keinen Nutzen daraus. Und dann das persönliche Beispiel. Gut. Wenig Zeit, sie fragen sich nach dem Nutzen, ja, und zusammenfassen. Okay, gut. Hauptteil Doppelpunkt, Einleitung Doppelpunkt, mein natürlich, Schluss Doppelpunkt, so Hauptteil. Gut aufgebaut, achte noch stärker auf. Hauptteil ist gut aufgebaut. Ja. Du schreibst oft, wie wir sprechen. Achte auf Nominalisierungen, passiv und
Passiversatz vor, Formen verwende nicht so einfache Redemittel, also Überleitungen, Verknüpfungen. Na, dass der Schüler also der Schreibstil, der ist nicht so prickelnd. Also zum Beispiel das hier. Der Stil ist gesprochene Sprache. Das ist nur ein Beispiel. Oder das hier eben auch. Mit dem Gehirn verhält es sich wie mit jemandem. Das ist auch gesprochene Sprache. Also da muss der Schüler mehr drauf achten. Ansonsten ist das in Ordnung. Okay, ihr Lieben, dann hoffe ich mal, dass dem Schüler die Korrektur hilft. Und ich hoffe natürlich auch, dass es euch hilft, dass ihr hier bei der Korrektur dabei gewesen seid. Wenn dem so ist, dann würde mich das sehr freuen. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen. Bis dann. Ciao.